Die Black Weeks sind wieder gestartet, also ist mal wieder fettes Sparen angesagt. Und das Beste aus den Black Weeks gibt's im heutigen Video. Hallo Freunde der Schnäppchen und willkommen zu einem weiteren Tipps-Video. Und nun heißt es: dranbleiben und Ausreden gibt es eigentlich keine, denn was können meine Zuschauer und übrigens natürlich auch ich immer am allerbesten, natürlich über die aktuell viel zu hohen Hardwarepreise schimpfen. Denn ja, vieles ist aktuell einfach viel zu teuer. Und da kommt das heutige Video doch wie gerufen. Jawohl, es ist nämlich wieder soweit. Bei meinem Partner notebooksbilliger.de ist wieder Sparsaison, denn bei notebooksbilliger gibt es nicht nur den obligatorischen Black Friday, sondern auch regelmäßig die mittlerweile ähnlich beliebten Black Weeks, zu denen ich in diesem Video wieder die 15 interessantesten Angebote für euch rausgesucht habe. Dieses Mal laufen die Black Weeks vom 13. Juni bis einschließlich dem 29. Juni 2023 durch und bieten Produkte aus wirklich allen möglichen Kategorien mit bis zu 60% Rabatt zu UVP. Hier findet wirklich jeder was und den direkten Link zu den Black Weeks und natürlich zu allen im Video vorgestellten Produkten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Klar ist aber, meine Zuschauer sind zum großen Teil natürlich PC-Gamer und genau darauf habe ich meine 15 Tipps auch ausgelegt. Also gibt es gleich alles, wirklich alles aus den Bereichen Grafikkarten, Monitore, Netzteile, Arbeitsspeicher und natürlich auch Notebooks, denn ein notebooksbilliger.de-Video ohne Notebooks wäre schon seltsam, oder nicht? Und ich quatsche mal wieder viel zu lange drumherum, lass uns einfach mal loslegen mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1. Wir starten direkt durch mit einem der wohl beliebtesten Mainboards aktuell für den Sockel AM5, also Ryzen 7000 CPUs von AMD. Und der aktuell wohl beliebteste Prozessor dürfte wohl der Ryzen 7800X3D hier sein. Und dafür ist das Gigabyte X670E Aorus Elite AX der perfekte Unterbau. Neben der tollen Optik gibt es nämlich Massenanschlüssen, eine sinnvolle Lane-Aufteilung, 5 Lüfteranschlüsse, 5 Anschlüsse für RGB-Header, WLAN, eine starke Stromversorgung mit ebenso starker Kühlung und das für nur 282 Euro. Das gibt es aktuell nirgends günstiger. Wer jetzt auf Ryzen 7000 aufrüsten will, bekommt hiermit wohl eines der besten Preis-Leistungs-Mainboards zu einem noch günstigeren Preis als bisher. Also zuschlagen! Tipp Nummer 2. Und was gehört noch zu einem topmodernen Ryzen 7000 oder Intel-System? Natürlich eine schnelle SSD. PCI Express 4.0 und 2 TB sind hier mittlerweile als Standard anzusehen. Das Beste ist aber, die Preise solcher SSDs sind günstig wie nie. Besonders die Kingston KC3000 weiß hier zu begeistern. Schneller und langlebiger TLC-Speicher, der mit knapp 7 GB die Sekunde die PCI Express 4.0 Schnittstelle bis ans Limit treibt. Und das für schlanke 119,90 Euro. Da kann man wirklich nicht meckern. Und wer noch ein bisschen mehr Speicher braucht, bekommt die gleiche SSD mit 4 TB ebenfalls zum Schnäppchenpreis. 329 Euro sind für eine 4 TB SSD mit dieser Leistung der Wahnsinn. Aber ihr merkt schon, rein rechnerisch lohnt sich aber eher die 2x2 TB. Den Tipp habt ihr aber nicht von mir. Psst. Tipp Nummer 3. Was ist ein Gaming-PC schon ohne eine starke Grafikkarte? Und die wohl beste Karte in Sachen Preis-Leistung der neuen RTX 4000-Generation von Nvidia ist ganz klar die Nvidia GeForce RTX 4070. Mehr FPS pro Euro gibt es sonst nämlich kaum. 12 GB Videospeicher reichen für WQAD-Auflösung auch gut aus und die Performance ist nicht von schlechten Eltern. Und die UVP von 659 Euro schlagen wir mit der KFE2 RTX 4070 EX Gamer mal ganz, ganz locker. Denn nur 599,99 Euro sind für dieses Geschoss hier fällig. Günstiger gibt es dieses Schmuckstück aktuell übrigens nirgends, da kann man schon mal schwach werden. Tipp Nummer 4. Und ich sprach es ja schon an, ein Video zu Deals von Notebooks billiger ohne Laptop, das ist eigentlich unmöglich. Daher stelle ich euch hier mal einen starken Laptop in deiner RTX 3070 von MSI vor, der aber mit 1089 Euro absolut bezahlbar ist für so eine starke Grafikpower. Der MSI Katana GF7611UG-090, ein riesiges 17,3 Zoll Full HD Display mit 144 Hz, macht einen weiteren Monitor quasi überflüssig.
Angefeuert wird das Ganze zwar von dem schon etwas betagten Intel Core i7-11800H, der bietet dank 8 vollwertigen Kernen und hohem Takt aber mehr Power als viele topmoderne CPUs. Dann kommen noch 16 GB DDR4, 3200 MHz RAM dazu, die natürlich erweitert werden können. Am besten ist aber natürlich die Nvidia GeForce RTX 3070 Mobile. Diese ist perfekt für die Full HD Auflösung mit maximalen Details geeignet und sollte auch das 144 Hz Display mit dem ein oder anderen Spiel ganz gut ausnutzen können. 1089 € für so ein Paket von MSI sind ein Schnäppchen. Tipp Nummer 5. Eine weitere Grafikkarte steht an und es wird nicht die letzte in diesem Video sein. Die wohl beliebteste Nvidia-Grafikkarte der RTX 3000 Generation ist die RTX 3060 Ti. Diese ist als WQAD-Karte zur Welt gekommen, mittlerweile ist diese aber in Full HD, glaube ich, besser aufgehoben. Da macht sie zum günstigen Preis aber trotzdem alles richtig. In der Inno 3D Twin X2 Version ist sie besonders günstig, nur 319 €. Wer hätte das vor einigen Monaten noch gedacht, als diese teils mehr als doppelt so teuer war? Reichlich Leistung mit einem starken und leisen Kühler von Inno 3D zu diesem Preis, ja, kann man durchaus machen. Tipp Nummer 6. Für den folgenden Monitor braucht es dann allerdings doch ein bisschen mehr Power als die einer RTX 3060 Ti, denn der Samsung C49RG94SSB bietet mit seinen gigantischen 49 Zoll im Breitformat eine Auflösung von unfassbaren 5120 x 1440 Pixeln. Da ist eine fette Grafikkarte also Pflicht. Und für so ein Monster mag man jetzt an einen Preis jenseits von 1000 € denken. Falsch gedacht. Einer der beliebtesten Ultra-Wide-Monitore kostet in den Black Weeks nämlich nur noch schlanke 879,90 €. Dafür bekommt ihr einen der besten Ultra-Wide-Curved-Monitore mit 120 Hz am Markt. Aber Achtung, prüft vor dem Kauf, ob der Platz bei euch zu Hause auch ausreicht, denn den muss man natürlich unbedingt haben. Und die passende Grafikkarte ebenfalls. Tipp Nummer 7. Ja, und da ist das Beste gerade gut genug. Okay, eine RTX 4090 ist einfach extrem teuer, aber eine RTX 4080 reicht auch und bringt mehr Leistung auf dem Monitor, als die meisten von euch brauchen. WQAD mit extremen FPS-Zahlen oder UAD mit 60 FPS ist das Ding der 4080. Die UVP von 1329 € ist aber schon ein bisschen heftig, selbst für so viel Leistung. Daher machen wir es mit 1099 € für die KFE2 RTX 4080 ST doch einfach ein bisschen günstiger. Denn günstiger gibt es aktuell keine RTX 4080. 16 GB Videospeicher, starke Raytracing-Leistung und ein Kühler, der viel Platz in eurem PC braucht, machen diese Karte zum Preis Leistungshit. 1099 € für so viel Power, das gab's eigentlich noch nie. Ab in den Warenkorb damit. Tipp Nummer 8. Was darf in meinem topmodernen Gamer-PC nicht fehlen? Natürlich schneller DDR5 Arbeitsspeicher. Und 32 GB sind da mittlerweile eigentlich Standard und RGB Bling Bling gehört sowieso zum guten Ton. Das alles bietet Corsair mit dem 32 GB Kit Vengeance als DDR5 6000 Version. Das Kit unterstützt sogar AMD's Expo und kostet nur schlappe 129,90 €. Das gibt es zurzeit nirgends günstiger. Verdammt schick, verdammt schnell und verdammt günstig. Tipp Nummer 9. Ein bisschen Abwechslung muss aber natürlich auch mal sein. Da gibt es jetzt auch mal etwas Peripherie mit dieser schicken Gaming-Maus hier. Die SteelSeries Aerox 5 Wireless. Guckt euch allein mal diese schicke Optik an. Dazu wiegt der schicke Nager nur schlanke 74 Gramm, bietet 9 Tasten, ist IPC54 zertifiziert und damit geschützt vor Wasser und bietet natürlich einen extrem guten Sensor mit 18.000 CPI. Was will man mehr zu einem Preis von nur 89,99 €? Ja, guckt woanders nach. Das hier ist das günstigste Angebot, also heißt es zuschlagen. Tipp Nummer 10. Und ich habe es euch ja gesagt, der Fokus heute liegt ganz klar auf den Grafikkarten. Und wer mit der Leistung einer RTX 4070 nicht zufrieden ist, der muss halt zur 4070 Ti greifen. Diese bietet nochmals deutlich mehr Leistung, kann auch für UAD eingesetzt werden, ist aber natürlich auch spürbar teurer. Ja, das tut doch ganz gut, wenn man in den Black Weeks noch ein bisschen sparen kann. Denn nur 839 € sind für die KFE2 RTX 4070 Ti X Gamer zu entrichten. Sicher,
viel Geld für eine Grafikkarte, aber eine günstigere RTX 4070, die wird man schwerlich finden. Und man sollte nicht vergessen, hier gibt es die Leistung des ehemaligen Flaggschiffes RTX 3090 Ti für deutlich weniger Geld. Dazu noch DLSS 3 und feinstes Raytracing, ein Traum für Gamer. Tipp Nummer 11. Was vor einigen Wochen noch unmöglich klang, ist nun wahr, eine 1TB PCIe Express 4.0 SSD für unter 50 Euro. Ja, das geht, und wir liegen mit 41,99 € für die Crucial P3 Plus mit 1TB sogar noch deutlich darunter. Und das hier ist einfach ein unschlagbarer Preis. Na klar, ist diese SSD etwas langsamer als teure Alternativen, aber wem die maximale Spitzenleistung egal ist, wer mit den etwas weniger langlebigen QLC-Speicher leben kann und wer einfach nur eine schnelle SSD in seinem Rechner haben will, bekommt aktuell nichts Besseres in Sachen Preis-Leistung. 41,99 €, das ist selbst für eine PCIe Express 3.0 SSD noch ein Schnapper. Tipp Nummer 12. Okay, DDR5-Systeme hat noch nicht jeder und will auch gar nicht jeder bezahlen. AMD ist günstiger, AM4-Plattform setzt zum Beispiel noch auf DDR4 und auch die neuesten Intel-CPUs kann man noch mit DDR4 Arbeitsspeicher betreiben. Und da ist ein 32 GB Kit mit 3600 MHz der perfekte Sweet Spot. Schneller geht es nämlich quasi nicht mit DDR4. Schön leuchten darf es natürlich auch und schon wieder ist der Corsair Vengeance der Speicher der Wahl. Denn nur 82,90 € für dieses tolle Speicherkit sind ein absoluter Schnapper. Ab in den Warenkorb damit, aber flott! Tipp Nummer 13. Okay, Ultra-Wide-Monitore sind nichts für jeden. Aber extrem schnelle und hochfrequente WQHD-Monitor schon eher. Und eines der stärksten Exemplare im 32 Zoll Bereich ist ganz klar der MSI Optics MPG321QR-FDE-QD. Wer auch immer sich diese Bezeichnung bei MSI immer ausdenkt. Hier bekommt man so ziemlich das maximal mögliche in Sachen Gaming. Ein riesen Display mit 32 Zoll in WQHD-Auflösung, sodass nicht mal eine High-End-Grafikkarte hier nötig ist. Nvidia G-Sync, 175 Hz, 1 Millisekunde Reaktionszeit und eine verdammt schicke Optik. Dieses Paket kostet woanders gut und gerne fast 900 €, nicht in den Black Weeks bei Notebooks billiger, das sind es nur 639,90 €. Und ein ähnliches Modell, zwar mit UAD-Auflösung, war übrigens bei mir schon im Test. Ich wollte den Monitor übrigens gar nicht mehr hergeben, aber MSI meinte, ich solle den besser verlosen. Tja, und nun stehe ich ohne da, das ist schon ziemlich traurig. Tipp Nummer 14. Und auch ein Netzteil darf in diesem Video natürlich nicht fehlen. Und ihr kennt mich, Be Quiet ist hier mein klarer Favorit in Sachen Netzteilen. Zwar ein bisschen teurer als andere Marken, dafür aber auch zuverlässig und immer sehr leise. Auch die günstige Pure Power Reihe macht da keine Ausnahme. 750 Watt sind hier auch mittlerweile Standard. Und das Be Quiet Pure Power 12M mit 750 Watt kostet normal deutlich über 100 €. Nicht in den Black Weeks, nur 94,90 € sind für das schicke modulare Netzteil zu entrichten. Damit macht man ganz sicherlich nichts falsch und kann selbst High-End-Systeme befeuern. Tipp Nummer 15. Zu guter Letzt ist wieder ein riesen Laptop mit 17,3 Zoll am Start. Dieses Mal von Gigabyte in Form des Gigabyte G7 mit der ebenfalls kryptischen Bezeichnung KE52DE414SD. Die 1000 € Marke ist mit dem G7 jedenfalls geknackt, dafür bekommt man aber reichlich Power mit einem 17,3 Zoll Full HD Display mit sagenhaften 300 Hz. Okay, ich gebe es zu, das ist mehr Marketing als sinnvoll, denn die integrierte RTX 3060 von Nvidia ist eine wirklich starke mobile Grafikkarte. 300 FPS sind hier aber trotzdem selten möglich. Trotzdem, eine starke Zusammenstellung mit einem Intel Core i5-12500H mit stolzen 12 Kernen und 16 Threads. Hier ist nicht nur starke Gaming, sondern auch hohe Anwendungspower vorhanden. Das wird dann von 16 GB DDR4 3200 MHz Speicher abgerundet, die auf 64 GB erweitert werden können. Ein starkes Paket zu einem starken Preis. Wer einen günstigen gamingfähigen Laptop will, kann hier bedenkenlos zuschlagen. Und das waren sie, die meiner Meinung nach besten 15 Deals in den Black Weeks von Notebooks.billiger.de. Für Gamer natürlich. Aber natürlich gibt es noch Massen an weiteren Black Week Deals bei Notebooks.billiger.de. Daher lohnt sich stöbern unbedingt. Denn vielleicht gefallen euch ja ganz andere Dinge als in diesem Video vorgestellt. Viel besser. Rabatte gibt es jedenfalls massenweise. Zeit habt ihr noch bis zum 29.06. Aber ja, trotzdem solltet ihr euch nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Denn natürlich sind alle Produkte nur begrenzt verfügbar.
Wie immer sind alle Produkte und der direkte Link zu den Blickpicks in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Stöbern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.